Tja, das ist wohl wahr. Verehrter Sima Memu, verehrte Frau Sacha Kassem, die Sie Ihren getöteten Bruder hier vertreten, Khalid Said, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir treffen uns in der Mitte Berlins. Man sieht das hier jetzt nicht mehr, dass ganz in der Nähe die Mauer war. Der Potsdamer Platz mit seiner Ödnis, das geschlossene Brandenburger Tor. Wir treffen uns in der Mitte einer Stadt, die über Jahrzehnte geteilt war und die ein Symbol für die Teilung Europas in einen freien und einen unfreien Teil war. Unsere Preisträger und ihre Landsleute finden in dieser Stadt und sie finden in ganz Deutschland Menschen, die durch die Aufbrüche in Ägypten und Tunesien an ihre eigenen Aufbrüche denken. Nicht zuletzt dadurch, dass wir in den Medien, im Fernsehen zumal, die Gesichter gesehen haben der Menschen, die sich dort auf den Straßen und Plätzen bewegten. Wir haben ihr Weinen gesehen und ihr Lachen, ihr Zürnen, ihr Kämpfen. Und sie haben uns an unsere Gesichter erinnert, die wir 1989 auch in dieser Weise, geschüttelt von Ängsten und erfasst von neuem Mut, hin und her changierten zwischen Lachen und Weinen, merkwürdige Gesichter. Ich hatte sie nie zuvor gesehen. Menschen, die sich an die Gesichter der Diktatur unerkennbar zu sein gewöhnt hatten, hatten plötzlich Menschengesichter. Daran mussten viele von uns denken, die wir 1989 aktiv waren und gegen die Diktatur demonstriert haben. Ich bringe Ihnen also aus tiefstem Herzen und mit großer innerer Bewegung zuallererst meine Glückwünsche. Ich freue mich, dass Sie hier sind und es wäre unendlich schön gewesen, wenn Ihr verstorbener Bruder, Frau Kassem, auch hier unter uns gewesen ist. Wir haben vorhin vor einem Porträt gestanden, das Ihren Bruder wahrscheinlich schöner zeigt, als er in Wirklichkeit war. Aber diese Schönheit, die wir dort sehen, das ist der Glanz von Taten, die Menschen über sich selber hinauswachsen lassen. Auf der anderen Seite, nicht gemalt, müssen wir uns vorstellen, was viele Menschen in ihrem Land gesehen haben, das zerstörte, zertretene, zerschlagene Gesicht eines Menschen. Das Gegenbild dieser Schönheit, die der Künstler uns auf diesem Stück Mauer geschenkt hat. Und das wollen wir hier nicht vergessen, dieses Gegenbild. Es enthält eine tiefe Wahrheit, dass sich mancher Erfolg beim Gewinnen der Freiheit, der Menschenrechte und der Demokratie eben nicht ohne Opfer erlangen lässt. Ich will also ganz bestimmt nicht nur von den Siegen sprechen in dieser Stunde. Das ist nachher alles ganz einfach, wenn wir gesiegt haben. Hier in Deutschland wird immer um den 9. November herum gezeigt, wie die Menschen auf der Mauer tanzen, die sie ja überwunden hatten. Aber nie, jeder Deutsche kennt diese Bilder, es sind Bildikonen. Nie sehen wir dahinter die Angst der vielen, die so lange Jahre brauchten, um schließlich auf dieser Mauer zu stehen. Und weil die Schönheit des Sieges heller leuchtet, wenn wir die Niederungen der Angst noch einmal aufrufen, will ich über diese Angst noch einmal sprechen in dieser Stunde. Denn sie ist jedem vertraut, überall auf der Welt, der unter Despoten und Unterdrückern lebt. Allen Menschen in der Welt ist Angst vertraut, weil Angst gehört zum Menschenleben dazu. Aber wir sprechen von der besonderen Angst, die zu einem Lebenselixier wird in Zeiten der Diktatur. Da ist sie nicht nur eine Begleiterin von Menschen, wie überall auf der Welt, die mal auftaucht und dann wieder verschwindet, sondern da wirft sie sich auf zu einer Herrscherin über die Menschen. Sie wird eine machtvolle Dirigentin des täglichen Lebens im öffentlichen Raum. Sie verbindet sich, diese Angst, geschickt mit einer scheinbaren Ratio, mit der Einsicht der vielen, schau doch, wie das Leben geht. Es ist doch ganz einfach. Beuge dich, knie nieder,
fürchte dich und du wirst erhoben werden und es wird dir gut gehen. Und dieser Ratio zu folgen ist nichts Besonderes. Das ist der Gang der Welt. Bevor die Demokratie erfunden worden, haben lange Generationenketten von Menschen, die sich in Völkern zusammengefunden haben, ebenso erlebt wie Partizipation, wenn wir das so nennen wollen, also Mitwirkung auch geht. Durch Furcht, Gehorsam, durch Verbeugung vor der Macht, als dann würde die Macht aus Huld und Gnade die Untertanen erheben. Einige von unseren Vorfahren gelangten so in den erblichen Adel. Man muss natürlich nicht nur gehorsam sein, sondern auch noch ein bisschen gebildet und verwendungsfähig. Man muss irgendwas können, im Krieg führen oder in den Wissenschaften, im Handel und Wandel, damit das geschieht. Aber gerade bei denen, die ansonsten herausragende Fähigkeiten haben, fällt es ja besonders auf, wenn sie sich so tief verbeugen, wenn sie sich so tief verbeugen müssen, um zu reüssieren. Nun, ich will das nur andeuten. Darüber kann man dicke Bücher schreiben und große Filme machen. Aber für alle die, die Diktatur erlebt haben, ist eigentlich das größte Wunder der Wandlung der Abschied von der Angst. Unsere Psychen trachten nämlich danach, beständig das zu wiederholen, was sie in frühen Jahren gelernt haben. Das ist ein vielbesprochener Prozess, auch darüber gibt es dicke Bücher. Und es erscheint Menschen, die in Umbruchssituationen leben, geradezu verwegen zu sein, das, was doch so lange und so gut funktioniert hat, plötzlich in Frage zu stellen, zu sich selber zu finden, der Angst, die zu einer Zwillingsschwester geworden ist, den Abschied zu geben. Ja, und so lernen dann die Menschen in diesen Zeiten, wir unter der kommunistischen Diktatur, die Deutschen davor alle zusammen, unter der nationalsozialistischen Diktatur, sie und der arabischen Despoten, so lernen wir, wie das geht. Die kleinen Demutsgesten werden zuerst gelernt, der Verzicht auf die Bürgerrechte wird einem bei Zeiten eingebläut, den ewigen Gehorsam gegenüber der Macht preisen Eltern und Autoritäten als das geeignete Mittel, Sicherheit zu erlangen. Und wer dann behauptet, dass er noch ein eigenes Leben führt, der täuscht sich oft über seine wirklichen Kräfte. Ja, man lernt nämlich beständig weiter in dieser Despotie der Angst. So lernen wir erst den kleinen Verrat an den eigenen Wünschen und Werten und dann lernen wir den großen Verrat, wenn wir uns mit unseren Unterdrückern verbünden gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern, die anderen Unterdrückten. Und das Schlimmste ist, solange das System existiert, funktioniert bei der Masse dieses Angst-Anpassungssyndrom. Und wie gesagt, es ist mühsam, eine Haltung, die schon Eltern und Voreltern praktiziert haben, irgendwann zu verlassen. Der Sicherheit nicht so viel Raum mehr zu geben, wie dem Drang nach Freiheit, der Sehnsucht nach Recht, Demokratie, dem Verhalten oder dem Dasein als Bürger. Der Traum von einem Leben in Freiheit, in Wohlstand, in einem Leben jedenfalls ohne Not, die Sehnsucht, dass die Menschen- und Bürgerrechte auch hier, wo wir leben, gelten möchten, all das existiert schon in den Menschen, in den Diktaturen. Aber die Angst ist beständig mächtiger. Sie bändigt unsere Sehnsüchte und sie gibt dem Despoten Wohnrecht in unseren eigenen Seelen. In solchen Zeiten ist es wichtig, dass wir Menschen finden, dass es Menschen gibt, die sich Schritt für Schritt von der Herrschaft der Angst befreien. In der Regel ist es so, dass man nicht als Held, als Erleuchtete oder Erleuchteter geboren wird, sondern wie man Tugend erwirbt, so erwirbt man auch Mut. Und dieser Mut
gepaart mit der Sehnsucht nach einer Welt, die anders sein soll als das, was ich aktuell erlebe, hat dann eine verwandelnde Kraft und bewirkt zumal in jungen Menschen, wo die Seele sich erst herausbildet, den Start in einen neuen Großversuch. Ich möchte ein Mensch sein, so wie ich ihn träume. Deshalb ist es wichtig, dass wir Ausschau halten, gerade in den durchherrschten Gesellschaften der Despoten und Diktatoren, dass wir Ausschau halten nach jenen Individuen und nach jenen Minderheiten, die durchaus nicht das Klima ihrer Nation repräsentieren, sondern die erst in besonderen Stunden zu ihrer Bedeutung gelangen. So haben wir es gesehen bei uns im Osten Europas. Und so haben wir es neu gelernt, jetzt im Blick auf die Mittelmeerstaaten im arabischen Raum. Das ist schon faszinierend zu sehen, wie durch den Mut einiger weniger, manchmal auch durch die Bereitschaft, das eigene Leben zur Verfügung zu stellen, die vielen erreicht werden können. Wie es, was wir gesehen haben in Tunesien, wie in Ägypten, das wollen wir auch andernorts sehen. Wir wünschen uns das von Herzen. Wir möchten, dass in Libyen bald die dortigen Demokraten mit ihnen in Kontakt treten können, in Ägypten und in Tunesien. Und wir denken auch an andere Länder, wo Menschen wie sie gejagt und verfolgt werden. Nicht unerwähnt lassen wollen wir Großmächte wie den Iran. Wir sehen voller Schrecken auf Syrien, wo ein Diktator sich anschickt, den großen Vorbildern, die er offensichtlich hat in der Geschichte, seien sie nun braun oder rot, nachzueifern. Das ist ja das Besondere bei den Diktatoren, dass sie so tun, wie früher die ganz, ganz alten Herrscher, die gemeint haben, die göttliche Vorsehung habe sie in ihre Herrschaftsrolle gebracht, ohne dass die modernen Diktatoren eine große Verbindung zu einer göttlichen Instanz haben, haben sie aber die tiefe Überzeugung der antiken Despoten übernommen, dass ihre Herrschaft die einzig richtige und womöglich die ewig dauernde zu sein habe. Und dagegen treten Menschen auf, die geküsst von der Vernunft oder von ihrer Sehnsucht nach Freiheit und Recht all dies Eingeübte in Frage stellen. Und dann haben wir es, hier in Osteuropa, wie dort am Mittelmeer. Wir haben diesen Abschied von der Angst und der Ohnmacht, der unversehens über uns kommt. Ich habe es selber erlebt. Wir hatten ja natürlich am Ende der DDR nicht mehr solche brutalen Herrscher, die mit Panzern auf die Leute zugefahren sind. Wir wussten nur nicht genau, ob sie ihre Panzer und Maschinengewehre auch anwenden würden. Und deshalb war die Angst vor den Symbolen der Macht genauso wirksam wie die Angst vor der tatsächlich ausgeübten militärischen Repression. Und deshalb kann ich mich so gut erinnern an diesen Übergang von der Ohnmacht in die Ermächtigung, in die Vollmacht von Bürgern. Irgendwann war es dann plötzlich da, dieses schönste Wort der deutschen Politikgeschichte: Wir sind das Volk. Und Menschen, die das erlebt haben, sagen zu euch am Mittelmeer: Ihr seid das Volk. Jeder, der dabei war, wird das empfinden. Und viele von uns können nicht verstehen, dass in den Zeitungen und Medien der freien Welt zunächst einmal die Sorge war: Ja, was werden die jetzt machen? Werden die vielleicht durchdrehen? Werden die in Anarchie verfallen? Oder werden die gleich wieder eine neue Diktatur erringen? Warum? So musste ich mich fragen, wollen wir uns nicht alle erst einmal freuen darüber, dass auf der ganzen Welt offensichtlich Brüder und Schwestern oder, wenn Sie das hier lieber haben, Genossinnen und Genossen sind, gar nicht verbunden durch eine bestimmte politische Wertvorstellung, aber verbunden mit dem, was der Kern des Humanum ausmacht, dass wir Individuen sind und die politische Moderne kann nicht anders, als den Einzelnen, das Individuum, als konstitutives Element des Ganzen sehen. Und aus diesem Grund gehört immer auch ein Abschied von Gesellschaftsformen, von Gefolgschaft. Das ist nun einmal so in der politischen Moderne.
Das ist auch der tiefere Grund, warum unsere Bürger- und Menschenrechte nicht etwa ein Instrument in der Hand der westlichen Imperialisten ist, um fremde Kulturen klein zu halten oder in ihrer Bedeutung herunterzureden. Das ist ein alter linker Blödsinn. Es ist vielmehr so, dass die Menschenrechtsdebatte und das Insistieren auf Menschen- und Bürgerrechten von allen Menschen auf der großen weltweiten Welt verstanden wird, egal unter welcher Kultur sie leben. Menschenrechte, Bürgerrechte, Freiheit und Recht und die Würde, ein Unverletzter zu bleiben, eine Unverletzte. Das sind Dinge, die versteht jeder in China, im arabischen Raum, am Nordpol und am Südpol. Und deshalb sind die Revolutionäre der Moderne, deshalb waren auch die Ostdeutschen und die Osteuropäer manchmal wie Fremdkörper in einer westlichen Welt, sie sich natürlich mit einigem Recht fragte, ob sie noch bei ihren Werten ist. Natürlich will ich auch gesellschaftskritische Diskurse. Aber es war so, dass diejenigen, die mit großen Augen auf die westlichen Werte zugingen, ja von einigen westeuropäischen Intellektuellen geradezu als Spinner und Phantasten gekennzeichnet wurde. Ja, warum wollen sie denn nun nicht das Neue? Ja, niemand konnte politisch das Neue wirklich definieren, aber warum wollen die unseres? Unseres ist doch schon verbraucht. Und plötzlich schauen wir uns um und wir erleben 89 und 90, und jetzt erleben wir es wiederum, dass Menschen vielleicht noch nicht wissen, welche Staatsform nun genau die ist, die für ihre Situation zutreffend ist. Ich weiß es auch nicht. Aber wir sehen doch an diesen Menschen, was sie treibt. Sie wollen eine Bürgerin, ein Bürger sein. Und sie wissen, was zu dieser Bürgerexistenz gehört. Und darum gehört in das Herz Europas Freude über diejenigen, die aufbrechen und sich Freiheit so suchen, wie wir vor 100, 200, 50 oder 20 Jahren. Und das wollen wir hier mal ganz deutlich ausdrücken. Und es ist für mich eine große Freude, dass Sie, Herr Schmidt, von der Friedrich-Ebert-Stiftung Menschen gefunden haben, die nun aus der Mitte der Bevölkerung heraus und nicht, weil sie irgendwie gekrönte Häupter oder große, schon anerkannte Künstler sind, sondern als früher unbekannte Menschen diesen Schatz in sich bewahrt haben, nicht zu glauben, dass sie das rettet, was ihre Diktatoren haben wollen und den Gehorsam und die Angst, das würde sie nicht retten, sondern die begriffen haben, wir haben mehr zu erwarten. Und weil wir mehr zu erwarten haben, vermögen wir unserer Angst den Abschied zu geben. Die Bilder also, die wir gesehen haben von der Brutalität der Machthaber und die Freude an dieser Stunde einer Preisverleihung, sie gehören eng zusammen. Freiheit ist immer bedroht. Manchmal übrigens nicht von Diktatoren, aber das werden wir in einer anderen Stunde miteinander besprechen. Manchmal ist sie schlicht von Faulheit, Behäbigkeit und Gleichgültigkeit bedroht. Und wir wissen noch nicht, wie ernsthaft diese Feindschaft gegen unsere humanen Werte sich in den hedonistischen Gesellschaften ausbreitet. Es kann sein, dass der Westen dann auch einmal lernen wird von den jungen Demokratien, von der Liebe zu Menschenrechten und Bürgerrechten, für die man etwas riskiert. Wo muss man hier etwas für Bürgerrechte und Menschenrechte riskieren? Nicht wahr? Und weil wir das nicht mehr tun müssen, behandeln wir unsere Freiheit manchmal wie Schwarzbrot, das bei uns vertrocknet ist. Ja? Es interessiert uns nicht weiter. Es ist da, aber wir haben keine Beziehung zu ihm. Uns interessiert vielmehr, wie wir den nächsten Kick erreichen können. Naja, so entstehen keine neuen Welten, weder im politischen noch im humanen. Im Verzicht auf die Vollmacht, die in uns ruht, auf die Kraft zur Veränderung, auf die Fähigkeit zur Verantwortung, die das Wertvollste ist, was in uns ruht. Aus solchem Verzicht und aus solcher Gleichgültigkeit wächst nichts. Und so sind jene Menschen, die wir preisen
weil sie etwas Besonderes geleistet haben, denen wir Menschenrechtspreise verleihen, so sind sie, die wir heute ehren, auch Menschen, die uns etwas schenken, nicht nur ihren Landsleuten, sondern auch uns. Sie schenken uns einen neuen Blick auf diese Werte, die anderen gleichgültig sind. Sie sagen uns, schaut doch, ihr Europäer, was ihr habt. Ihr müsst glauben, was ihr besitzt. Und ihr müsst glauben, was ihr vermögt und vermochtet, um Zukunft in Freiheit und Gerechtigkeit gestalten zu können. Das ist die Botschaft von Menschenrechtsaktivisten, die unter Blut und Tränen und unter Preisgabe ihres eigenen Lebens in ihrem engsten Raum gestalten wollen, was menschenwürdig ist. Vielleicht denken Sie, meine Damen und Herren und Sie, liebe Preisträger, dass ich zu große Worte für einfache Menschen aus der Mitte des Volkes verwende, aber ich bin ganz und gar anderer Ansicht. Es ist auch nicht erforderlich, dass die Preisträger, die wir ehren, und die Aktivisten, die wir bewundern, die für Menschen- und Bürgerrechte kämpfen, alle schon eine jederzeit den Mitteleuropäer überzeugende Revolutionstheorie in der Tasche haben. Das ist nicht erforderlich. Das Besondere, und das werden wir später in der Preisbegründung noch einmal hören, ist ja nicht nur, dass wir Inhalte auszeichnen, sondern auch Haltungen. Und diese Haltung des Abschieds von der Angst und des Glaubens an die eigene Ermächtigung, des Glaubens daran, ich bin zuständig, wir sind das Volk, heißt, ich bin ein Bürger. Das ist der Schlüssel aller modernen Gesellschaften, die das Individuum, den Bürger, in die Mitte dieser Gesellschaft stellen. Also fühlen wir uns beschenkt. Sie ehren uns mit unserem Besuch. Sie treffen hier auf Leute, die genau wissen, was sie riskiert haben. Einige, die Sie hier in Berlin treffen können, haben selber in Zuchthäusern der Diktaturen gesessen. Sie treffen auf Institutionen wie die politischen Stiftungen unseres Landes. Heute sind Sie bei der Sozialdemokratischen Stiftung, aber mit ähnlicher Intensität haben unsere politischen Stiftungen in Europa und darüber hinaus versucht, die Sprache der Menschenrechte und den Wert dieser Menschenrechte zu platzieren. Denke etwa an das Wirken unserer Stiftung auf der Iberischen Halbinsel, als dort noch keine Demokratie war. Das ist ein ganz kleines Beispiel, nicht? Und wir haben diese Menschen und wir freuen uns auch darüber. Wir freuen uns über Menschen, die diesem Haus das Geld geben, einen Preis dieser Art zu vergeben. Das sind ermächtigte Bürgerinnen und Bürger, die einer anderen Haltung folgen, wie der, die ich vorhin gekennzeichnet habe, der Sucht, sich zu amüsieren, der Sucht zu vergessen und der Sucht, sich es möglichst leicht zu machen. Es ist dieser Trend in den modernen Gesellschaften, der dazu führt, dass sich die so lebenden Menschen beständig ängstigen müssen. Denn die Psyche des Menschen hält es nicht aus, dass sie beständig nur auf einem Level des Amüsements und der Gleichgültigkeit dahin lebt und dazu noch in relativer Sicherheit. Jedenfalls in einer Sicherheit, die wir noch nie in der Geschichte dieser Nation und dieses Kontinents erlebt haben. Das kann nicht sein, sagt eine tiefe innere Stimme innerhalb dieser Bevölkerung. Da gibt es doch sicher ganz bedrohliche Dinge. Und dann wird in einem Volk, das vor Sicherheit strotzt, plötzlich Angst laut und Politiker benutzen diese Angst. Wenn keine richtigen Angstfaktoren da sind, entdecken wir Hunderassen, die beißen und für die man neue Gesetze machen muss oder ganz fürchterliche Krankheiten, die ja eigentlich vielleicht uns dahinraffen, dann nachher aber nur wie ein Platzregen vorbeiziehen. Aber wir haben unsere Angst gehabt. Wie beruhigend. Ich habe heute, wie Sie merken, von unterschiedlichen Arten von Angst gesprochen. Von einer Luxusangst war eben die Rede und von einer, die quasi rational in den durchherrschten Gesellschaften als Lebenssicherungsmaxime existiert. Von beiden Ängsten haben wir uns zu verabschieden. Und darum kommt dieses Wort nochmal. Von jenen Menschen, die bereit, willens und fähig sind, ihrer Angst den Abschied zu geben. Bevor wir fähig zum Widerstand sind und bevor wir fähig sind, die Freiheit zu gestalten, müssen wir fähig sein, unserer Angst den Abschied zu geben und unsere Begabung zur Verantwortung erkennen.
Das alles kommt mir in den Sinn, wenn ich Menschen begegne, die mir bisher überhaupt nicht bekannt waren. Natürlich könnte ich noch sagen, dass ich mich darüber freue, wie neben unseren schon etablierten Stiftungen völlig neue Kommunikationsweisen, die mehr als Rentner fast fremd sind, ja, plötzlich politisch relevant und bedeutungsvoll werden. Dass unsere Jugendlichen plötzlich entdecken, welche neuen Möglichkeiten durch Kommunikation und Vernetzung sind. Eigentlich ist es ja ein altes Thema. Veränderung wird nur möglich, wenn Menschen miteinander kommunizieren, was wahr ist und was falsch ist. Letztlich, im Tiefsten, steckt hinter jeder Kommunikationsform die Sehnsucht nach gelingendem Leben, privat wie politisch. Und es ist für mich als älterer Mensch faszinierend zu sehen, wie in einer Lebenswelt, die ich eher verteufelt habe, im Grunde plötzlich Potenziale entstehen und entdeckt werden können, die zu meiner Art, über Menschenrechte und Bürgerrechte zu denken, trefflich passen. Also, ich habe wieder was dazu gelernt. Ja, lieber Slim Amemu und Sie, liebe hergereiste Schwester von Khalidza, ich bin dankbar, dass Sie gekommen sind. Und ganz zum Schluss will ich noch mal sagen, dass ich einfach nur traurig bin, wie viele Menschen das Schicksal ihres Bruders erleiden müssen auf dieser Welt und noch erleiden werden, bis das kommt, was wir uns miteinander wünschen, dass wir in Würde leben können, dass uns Rechte gebühren, die uns niemand nimmt, und dass wir freie, zur Verantwortung begabte Menschen sind. Es ist ein großes Geheimnis, dass zur Erreichung ganz normaler, humaner Ziele Menschen das Opfer ihres Lebens bringen müssen. Aber auch das kann geschehen, wenn Menschen ihre Angst verlieren. Wir sind nicht zu Helden geboren, das weiß ich auch, und zu Engeln schon gar nicht. Aber all das kann wachsen, wenn wir uns zutrauen, unserer Angst den Abschied zu geben, so wie Sie es getan haben, die wir heute ehren. Irgendwo ist dann so ein Mensch ja auch nicht nur tot, sondern irgendwo dürfen wir sein Wirken, sein Leben und sein Sterben auch ein wenig als Saat sehen, als Saatgut für eine Welt, die besser sein soll. Und so gesehen verbinden wir unsere Überlegungen und unsere Glückwünsche mit dem Dank dafür, dass es immer wieder Menschen gibt, die uns wachküssen zu Kreativität, zu Mut und Verantwortungsbereitschaft. Ich danke Ihnen dafür und bin glücklich, Sie heute zu treffen.